jetzt kommen wir zu dem größten deutschen Nachwuchstalent im Golf. Er ist noch kein Profi, deswegen hat er auch noch ein Handicap, und zwar das Beste, das es jemals in Deutschland gab. Denn wenn man Profi ist, hat man kein Handicap mehr. Außer, dass man halt durch die Welt reisen muss, das ist eines der größten Handicaps. Und wie das sich genau verhält, das wird er uns jetzt erzählen. Hier ist Dominik Voss. Willkommen, Dominik. Ich nehme einfach schon mal hier ein, wie heißt das, Köhl, ne? Du bist 16 Jahre alt. Darfst du noch kein Profi sein oder willst du noch kein Profi sein? Ja, sie dürfen schon, aber ich bin einfach relativ jung oder zu jung, deswegen, ja. Gehst du noch zur Schule? Ich bin fertig jetzt mit der Schule. Du bist fertig mit 16 schon? Ach, du hast früher aufgehört, mittlere Reife. Ja, ja, aber ich habe die Möglichkeit, übers Internet dann das Abi nachzumachen. Übers Internet das Abi nachmachen? Das geht heutzutage? Das ist ja lustig. Guck mal, gibt's noch eine Chance für euch von der Band? Ja, kann doch noch klappen heute. Ja. So, also, und seit wie vielen Jahren spielst du Golf? Ja, kurz bevor ich 3 wurde, habe ich angefangen. Bevor du 3 wurdest? Ja. Ach. Mit so kleinen Plastikschlägern. Ja, aber du wusstest doch nicht, was du machst. Da hast du einfach gesagt, ich hau jetzt auf den Ball drauf. Ja. So wie ich im Moment. Ja, da bin ich mal gespannt jetzt. Ich kenne mich nicht so richtig aus damit. Was heißt das hier, was ihr eben erzählt habt, mit dem besten Handicap Deutschlands, das ein 16-Jähriger oder wie heißt das genau, wie nennt man sich das genau, jemals hatte? Also mein Handicap ist +6. Das heißt, dass ich praktisch 6 Schläge weniger als vorgeschrieben brauche sozusagen. Ah, okay, okay. Genau. Und das ist jetzt das beste Handicap aller Zeit. Das hat keiner sonst in Deutschland gehabt, ja. Ja. Okay, da komme ich wahrscheinlich nicht mehr hin, oder? Wenn man anfängt, was ist das höchste Handicap, was man hat? Wenn man 54. So 54, das habe ich wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja, da bin ich mal gespannt jetzt. Ja, wir spielen jetzt mal hier auf. Das ist so eine. Ist das aussagekräftig hier, so eine Anlage, oder ist das eher. Ja, schon. Das ist schon aussagekräftig. Ja. Man schlägt also den Aber Ball. Aber das Tee ist ein bisschen arg hoch. Ja, was ist das Tee? Das Tee ist. Das Tee, ist das, wo der Ball drauf ist, ne? Ja. Das ist zu hoch. Was machen wir denn dann? Ja, kannst du einfach vom Boden schlagen. Kürzer machen. Vom Boden schlagen? Ja, ja, aber du kannst erstmal mit irgendeinem Eisen anfangen. Das ist einfacher. Ich will aber von dem Ding da. Ja, immer langsam jetzt. Warte. Immer langsam. Ich zieh mir am besten erstmal die Jacke aus. Ja. Also, man schlägt hinten gegen diese Matte oder was ist das? Und wenn der Ball dagegen knallt, dann misst das. Die Beschleunigung des Balles, oder was? Ja, wie er fliegt, wie lang. Okay, und wie weit ich probiere mal. Mit was muss ich denn anfangen? Mit einem 8er-Eisen mal. Mit einem 8er-Eisen. Die Zahl heißt immer, wie weit der Ball fliegt oder wie. Wie er draufsteht. Ja, das ist so eine Orientierung. Also für mich fliegt das 8er-Eisen 145 Meter. Und das ist halt immer. Bei dir, wenn du schlägst, fliegt der Ball 145 Meter. Genau, ja. Okay. Du hast bei einem Turnier mitgemacht. Wo war das denn noch kürzlich? Da warst du, bist du 16. geworden? Genau, in Katar, ja. In Katar, okay. Ja. Und da bist du besser als der aktuell bestplatzierte deutsche Golfer Martin Keimer gewesen. Ist das richtig? Ja. Und dann guckt er doof aus der Wäsche oder wie? Nee, er hat mir nett gratuliert und gesagt, ja. Gute Woche, sehr gut gespielt. Aus dir wird noch. Wärst du Profi gewesen, hättest du bei dem Turnier schon 23.000 Euro kassiert, oder? Genau, ja. Wann wirst du Profi? In den nächsten 1 bis 2 Jahren. Ah, okay. Ja. Das kann man dann selber entscheiden? Genau, ja. Also ich könnte sagen, morgen will ich Profi werden, dann könnte ich theoretisch morgen Profi werden. Okay, also ich ziehe einfach so und dann, man muss immer auf den Ball gucken, ne? So ist das doch, oder? Ja, aber wichtig, dass du entspannt bist. Ja, ja, klar bin ich entspannt. Sieht man das nicht? Wow. Oh, guck mal, aber wie mittig. So, jetzt. Also, jetzt pass auf. Ich war gespannt, wie lange. Pass auf. 106, was, wie viel? 100 Meter und mit Roll 106 Meter. 106 Meter und die Richtung war nicht schlecht. Ja, war nicht schlecht. Der Ball ist 135 Kilometer pro Stunde geflogen. 135 Kilometer pro Stunde, kann man mal sehen. Das heißt, wenn der 3 Stunden unterwegs ist er in München. Und deine Schlägerkopfgeschwindigkeit war 111 Kilometer pro Stunde. Mach mal du im Vergleich. Okay, dann zieh ich mal schnell hier raus. Sehr gut. Aber du hast schon so eine Golferbräune. Ja. Nur die Arme und der Kopf beim Golfer immer braun. Genau, ja. So,
So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das gilt, es jetzt zu schlagen. 106 Meter. So. Ich geh mal weg hier. So. Oh! Ja, das hat man gefühlt, dass das ein bisschen weiter war. Aber guck mal hier. Guck mal an. Sehr gut. Da haben wir's. Also, der ist jetzt 123 Meter geflogen. Normal würde der auf jeden Fall 145 fliegen. Sehr gut. Ja, und da sieht man auch ein bisschen so die Flugbahn, das ist ja nicht schlecht. Wenn man das den ganzen Tag macht, ne, ist das nicht irgendwann total langweilig? Nee, also für mich nicht. Nee, lieber als irgendeine andere Sportart? Nee, ich meine, ich schlage auch nicht die ganze Zeit Bälle, sondern es gibt ja Putten, es gibt ums Grün, Chippen und so, also. Und Loch Nummer 19, das Vereinshaus, wie es so schön heißt. Wo man sich dann, das Schöne am Golf finde ich ja, es ist eigentlich völlig egal, das können auch Dicke machen. Das ist so, ein Sport, den man auch noch als 60-jähriger Alkoholiker super machen kann. Da gibt es ja einige Beispiele, ne, in der Golfszene. Ja, aber um... Also wie ich heißt glaub, der noch, der dicke Alkoholiker? Der John Daly. John Daly, genau. Ja, genau. Der mit dem Schwung so. Ja. Das ist doch toll. Also ich könnte vielleicht auch noch einsteigen. In 10 Jahren fange ich aber erst.